Herzlich willkommen, Kryptofreunde, Investoren, Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start in diesen wunderschönen Montag und in diese wunderschöne Woche. Die Woche beginnt neu. Es ist etwas wölkig hier, beziehungsweise bewölkt in Bremen. Trotzdem sehr, sehr warm. Der Kryptomarkt dementsprechend auch wieder etwas im Rot, wie wir sehen können. Altcoins gehen ein kleines bisschen runter. Es ist letztendlich nichts Dramatisches. Bitcoin fleckt immer noch zwischen der 26.300 und 26.500er Marke rum. Auch dort nicht viel passiert. Wollen wir mal abwarten, was diese Woche uns bringen wird. Ich habe sehr interessante Informationen für euch, was zwischen China und den USA gerade abläuft. Ich sehe eine leichte Annäherung. Schön, das zu sehen. USA schwächelt langsam. Wir haben sehr interessante Informationen für euch, vor allem für die, die oftmals beim Livestream gefragt haben, ob sie die Steuern bzw. ob sie Steuern zahlen in Deutschland nicht irgendwie umgehen können, indem sie im Ausland irgendwie auscashen. Es kann sein, dass einige einen Brief vom Finanzamt kriegen werden. Auf der anderen Seite haben wir super Informationen von Fetch AI, Cosmos und Polkadot. Sehr interessant, was da passiert ist in Richtung Interoperabilität. In den Charts haben wir einige super, super Zeichen, dass Bitcoin ein wunderschönes Setup aufbaut, um eventuell stärker nach oben gehen zu können. Darum tauchen wir direkt ein. US-Außenminister Blinken ist in China gewesen und sie nehmen die Gespräche wieder auf. Was ich persönlich als positiv empfinde, denn die USA hat sich ins eigene Fleisch geschnitten mit den ganzen Sanktionen gegen China und das merken sie jetzt langsam auch. Und müssen anfangen, etwas zurückzufahren. Sie haben ganz genau verstanden, dieser militärische Weg ist auch nicht der richtige, da ihre eigene Wirtschaft am Zusammenbrechen ist. Das stärkste Signal, was wir haben, ist, dass sie ihre Schuldengrenze wieder angehoben haben oder erstmal bis 2025 ohne Grenzen gesetzt haben. Das zeigt einfach, wie kaputt die US-Wirtschaft ist und dass sie sich keinen Krieg mit China leisten können. Darum ist das ein schönes Zeichen, dass wir hier wieder eine Annäherung sehen. Und zwar auch wirtschaftlich gesehen, denn wenn die Gespräche gut verlaufen und wir langsam wieder die Sanktionen etwas heruntergeschraubt bekommen, kann das nochmal für einen etwas stärkeren Anstieg in der Wirtschaft sorgen, sowohl für uns Westlichen als auch für chinesische bzw. auch für andere BRICS-Staaten. Darum positiv hier zu sehen. An der Stelle würde ich mal gerne eine Kleinigkeit mit euch besprechen. Hat jetzt nicht viel mit Kryptos zu tun, sondern einfach wie Manipulation wieder betrieben wird. Wie die Mainstream-Medien immer gegen einen bösen Akteur negativ hetzen möchten. Es wurde ja auch in vielen, vielen Artikeln gesagt, ja, diese Aggression von China, wie können sie nur diesen US-Schlachtschiffen und US-militärischen Schiffen irgendwo dort auf dem Ozean kreuzen. Ozean war es letztendlich nicht. Letztendlich waren sie ziemlich nah an der chinesischen Küste. Und darum, nur um das einfach mal wieder klar zu machen, wie die Mainstream-Medien immer wieder gegen einen bösen Akteur hetzen, schauen wir uns das mal kurz auf der Mappe an. Und mit Mappe meine ich natürlich die Weltkarte. Ich habe Maps einfach Mappe von Englischen wortwörtlich übersetzt. Jetzt schaut euch das mal an, das sind die USA. Ungefähr 9000 Kilometer entfernt, hier in der Nähe der chinesischen Küste. Die Taiwanstraße ist hier zwischen China und Taiwan. Dort auch unter anderem haben sich militärische Schiffe von den USA mit den chinesischen gekreuzt. Und es wird dann in den Mainstream-Medien von chinesischer Aggression gesprochen. 9000 Kilometer von der US-Küste entfernt kreuzen sich chinesische Schiffe mit US-amerikanischen. Und dann wird von chinesischer Aggression gesprochen. Klar, das, was die gegen Taiwan da machen, finde ich auch nicht richtig, dass sie da versuchen, dieses Land einzunehmen, sagen, nein, hey, ihr gehört zu uns, ist uns vollkommen egal, was für Meinungen ihr habt, ganz geschweige davon. Aber diese Art und Weise, wie das vermittelt wird, dass hier Chinesen die Aggressoren sind, wenn ihre Kriegsschiffe in der Nähe ihrer Küste hier rumfahren, ist schon ziemlich interessant. Deswegen erhalten Kryptoanleger möglicherweise bald Post vom Finanzamt. Worum geht es hier? Die nordrhein-westfälische Steuerfahndung, die größte in Deutschland, hat im Zuge eines Auskunftsersuchs eine Menge Daten von einer großen Kryptobörse erhalten. Transaktionen von tausenden Kunden sollen dort enthalten sein. Die Ermittler schätzen, dass eine Schadenssumme im zweistelligen Millionenbereich darin versteckt ist. Und ja,
Es wurde oft im Livestream besprochen. Viele, viele haben gesagt, ja, was, wenn ich meine Krypto gewinne, irgendwie im Ausland auscashe und das hier dann nicht melde. Denen blüht genau das hier, dass die Steuerfahndung bald hinter ihnen her ist. Das wird hier auch ganz genau gesagt. Es gab sehr, sehr viele Selbstanzeigen. Wenn man zwischen 25.000 und 100.000 Euro Gewinne realisiert hat, wird man, wenn man sich selbst anzeigt, trotzdem 10% Zuschlag draufhauen müssen. Wenn man zwischen 100.000 und 1 Million Gewinne realisiert hat und hier jetzt eine Selbstanzeige macht, wird man 15% draufzahlen müssen. Und wenn man über 1 Million an Gewinnen realisiert hat, dann muss man bis zu 20% bzw. über 20% dazu zahlen. Ja, auf die Steuern, die man sowieso schon zahlen muss, müssen diese 20% nochmal drauf. Darum, ich habe es euch schon gesagt, in Zukunft, auch wenn Mika kommt, wir machen doch ein KYC so gut wie bei jeder Exchange. Sie werden ganz genau wissen, welche Wallet-Adresse, welche Kryptowährungen eingekauft worden sind, zu welchen Namen mit eurer Adresse. Und wenn ihr dann so einen Schabernack betreibt und glaubt auch, ich zahle das im Ausland raus und da kommt niemand hinter, wird genau sowas hier passieren. Und es kann sogar sein, dass Haftstrafen auch folgen können. Will man jetzt wirklich wegen so etwas im Gefängnis landen? Jeder sollte sich mal diese Frage stellen, bevor er überlegt, hier auf irgendeine Art und Weise Steuerhinterziehung zu betreiben. Und wenn ihr eure Kryptobewegung genau tracken wollt mit einem Report für das Finanzamt, dann geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Cointracking und bekommt 10% Rabatt. Die gängigsten Exchanges sind hier drin. Auch Bitpanda, Bitpanda Pro und Bitvavo sind hier auch drin mit den größten anderen Exchanges, auch wie ihr sehen könnt. Ihr habt auch Wallet Imports, unter anderem auch von Ledger. Und ihr könnt auch Unterstützung für geschlossene Börsen hier finden. Darum geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Cointracking und erspart euch diesen Brief vom Finanzamt. Dann gehen diese Informationen natürlich komplett durch Twitter gerade. Fidelity hat auch einen Bitcoin Spot ETF angemeldet. Das sind Old News. Fidelity hat schon 2021 diesen Antrag bei der SEC gestellt gehabt für ein Bitcoin Spot ETF. In Kanada ist das auch durchgegangen im gleichen Jahr. Hier in den USA bzw. in den USA wurde das noch nicht genehmigt und sie warten immer noch drauf. Jetzt natürlich, da BlackRock folgt, der dickste Fisch im Becken, wird die Wahrscheinlichkeit, dass das durchgeht, höchstwahrscheinlich höher sein. Warum der 1. Juli 2023 ein ausschlaggebender Tag sein kann für die Ripple-Klage und wir mit einer Entscheidung rechnen können, wird hier in dem Artikel gesagt, ist, weil nachdem die Hinman-E-Mails rausgekommen sind, wurde eindeutig klar, dass sich die SEC High Executives auf die Seite eines Unternehmens gestellt haben und das andere Unternehmen bzw. den größten Konkurrenten durch diese Klage unterdrückt haben und dass die Richterin Annalisa Torres aufgrund dessen wahrscheinlich eine bessere Entscheidungsgrundlage hat. Und natürlich wird hier gesagt, dass FedNow, der Zahlungsservice von der Federal Reserve bzw. von der US Federal Reserve, dann gelauncht wird und dieser mit Finastra, Volante Technologies und ACI Worldwide zusammenarbeiten. Und alle drei sind sehr starke und langjährige Ripple-Partner. Und ja, jetzt wird gesagt, natürlich wird die Federal Reserve ihre Macht nutzen und möchte keinen Ärger haben und wird ihre Lobbyisten in der Politik anrufen und sagen, hey, passt mal auf, winkt das mal jetzt schnell durch. Wir haben Partner, die mit Ripple zusammenarbeiten und das Ganze soll jetzt schneller über den Tisch kommen. Glaube ich nicht persönlich, denn bei der Anzeige geht es nicht darum, ob die jetzt verkauften XRPs Wertpapiere sind, sondern es geht hauptsächlich darum, ob die in Vergangenheit verkauften XRPs Wertpapiere sind oder nicht oder ob es Wertpapierverkäufe waren. Darum sehe ich persönlich keinen Grund, warum Federal Reserve jetzt irgendwelche Sorgen hat oder sich Gedanken machen muss, weil Ripple Partner hier mitbeteiligt sind bei FedNow. Sehe ich einfach nicht, aber es wird wahrscheinlich von der gesamten XRP-Community noch extrem hochgehypt werden, bis der 1. Juli kommt. Ich habe die Nase voll von diesen ganzen Predictions, wann die Klage vorbei ist. Viele Anwälte haben sich auch dazu geäußert und lagen falsch. Wir haben jetzt schon seit über 2 Jahren gewartet. Da können wir die nächsten paar Monate auch noch abwarten. Es wird nicht mehr lange dauern. Die Entscheidung wird irgendwann kommen in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar schon morgen, wer weiß. Darum ist vollkommen egal. Lasst uns nicht verrückt machen mit diesem ganzen Zeug. Polkadot und Cosmos
sind jetzt interoperabel miteinander, unter anderem durch Fetch AI. Peak ist ein Web3-Netzwerk, welches auf dem Polkadot Multichain-Ökosystem aufbaut. Fetch AI operiert auf dem Cosmos IBC-Ökosystem. Und beide sind miteinander über ein dezentralen Adressbuch auf Peak miteinander verbunden. Die beiden Ökosysteme können über Multichain-Machine-IDs Daten miteinander austauschen. Wann immer so eine Machine-ID generiert wird oder erstellt wird, wird ein autonomer Agent erstellt auf dem Peak-Netzwerk. Diese Agents-Adressen und Wallets auf dem Cosmos-Ökosystem werden dann an einem Adress-Map auf Peak geaddet. Dieser Agent kann dann durch Pingen des Peak-Netzwerks Daten auf dem Peak-Netzwerk sammeln und dadurch beispielsweise ein Cross-Chain-Datentransfer bzw. Austausch zwischen Fahrzeugen, Robotern und anderen Geräten ermöglichen. Und das ist einfach schön zu sehen, dass verschiedene Blockchain-Netzwerke, die letztendlich getrennt voneinander agieren, jetzt immer weitere Interoperabilitäten sehen. Auf der anderen Seite haben wir hier in Lila den Verlauf der Reserven an Bitcoins in allen Exchanges. Und jetzt schaut euch das mal an, was für einen Tiefpunkt wir hier erreicht haben. Wir haben einen Tiefpunkt erreicht, den wir zuletzt 2008 irgendwo erlebt haben. Was bedeutet das? Wir sehen eindeutig eine stärkere Nachfrage, sei es BlackRock, sei es Banken, sei es Hedgefondsmanager. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass extrem viel Bitcoins aus den Exchanges herausgezogen werden. In den Exchanges werden die Preise gebildet. Wie werden die Preise gebildet? Durch Angebot in den Exchanges und Nachfragen in den Exchanges. Da wir jetzt eine Verknappung des Angebots sehen und langsam eine höhere Nachfrage folgt, ist das ein wunderschöner Setup dafür, dass der Preis sehr stark steigen kann. Auf diesen Preisanstieg warten wir immer noch vergebens. Der Preis ist immer noch bei der 26.500er Marke. Und wir schwanken hier, wir haben einen kleinen Flag in diesem Bereich. Wollen wir mal sehen, was diese Woche bringt und ob wir noch weiter nach oben gehen können. Was auf jeden Fall dagegen sprechen kann, ist das hier. Wir haben hier diesen Regression Trend und ihr wisst, wir haben schon darüber geredet, dass wir in der Mittellinie oftmals einen kleinen Flag sehen, bevor der Downtrend dann weitergeht oder wenn wir in einem Uptrend sind, auch hier einen seitlichen Flag erleben an der mittleren Linie, bevor es weiter hochgeht. Und das Ganze kann hier jetzt auch nochmal passieren. Wir sind in einem Downtrend und wir flaggen jetzt gerade etwas seitlich an der Mittellinie. Kann es sein, dass wir hier noch etwas weiter seitlich flaggen, während Bitcoin eventuell die nächsten Tage auch hier seitlich geht, bevor wir dann einen weiteren Fall beim US-Dollar-Index sehen, während Bitcoin hier dann steigt? Das müssen wir natürlich abwarten, darüber können wir nur spekulieren. Meines Erachtens nach ist das ein wunderschöner und positiver Setup und ich sehe einen mittelfristig bis kurzfristigen Anstieg bei Bitcoin hier. Je stärker der Anstieg sein wird, umso stärker werden wir auch wieder einrasseln. Ob wir dann wieder diese 20.000er Marke hier unten sehen, bei dieser extrem starken Korrektur, die ich dann erwarte, kurz bevor oder kurz nach dem Halving, was wir dann erleben werden, bevor der Bullrun so richtig durch die Decke geht, das müssen wir dann abwarten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen erstmal einen wunderschönen Tag und Crypto Heroes out.